18.11. findet das größte Ereignis der deutschen Geschichte statt. Lanxess Arena Köln. Tickets bei octagontickets.de. Fighters, 3 rounds, 5 minutes, UNFL rules. Fight active, fight fair. Touch gloves and go back, please. Ist aus der Schmiede. Spitfire MMA hält dort seinen Braungurt im Brazilian Jiu-Jitsu. Und vielleicht beehrt er uns heute mit einer Submission hier, aber wir werden es gleich sehen, was der hier aufs Parkett zaubert. Auffällig. Inside Kick von Sikic, aber direkt der erste Kick an die Glocken. Das war vielleicht dann das zweite Einläuten des Kampfes. Heute Abend gibt's Spiegelei. Aber auch da unterstellen wir keine Absicht. Kommt natürlich vor, bei diesen ganzen Inside-Kicks eben immer ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Innenseite des Oberschenkels und empfindlicheren Teilen des Körpers. Aber Sikic entschuldigt sich per Handshake. Und dann geht das Gefecht auch schon weiter. Es ist wirklich auffallend, was für eine Transformation František Fodor allein schon physisch seit seinem letzten Match hingelegt hat. Also er ist einiges austrainierter, hat noch mal gut was an Muskelmasse dazugepackt. Den könnte man gerade so als Anatomiestudent in irgendein Museum stellen, damit sich Leute an seinen Muskelfasern erfreuen können und Anatomie lernen können. Das ist wirklich beeindruckend. Gerade eben schöner Low-Kick von Fodor. Erst den Seitwärtshaken mit der Führhand geschlagen, dann den Low-Kick mit dem hinteren Bein gebracht, der sauber getroffen hat. Und wir sehen auch schon eine schöne Rötung am vorderen Bein von Sikic. Oh ja. Und bisher macht Fodor das ganz gut, dass er diese Reichweiten-Nachteile überbrückt. Er ist auch irre schnell, das kommt ja noch dazu. Also Low-Kick schon wieder. Den größten Vorteil kann man natürlich nur dann ausspielen, wenn man einigermaßen gleich schnell ist wie sein Gegner. Aber die Geschwindigkeit sieht momentan zugunsten von Fodor aus. Und der kommt hier mit einer weit reingezogenen Rechten. Langsam findet aber auch Sikic mehr in seine Schlagdistanz. Arbeitet hier gut mit der Führhand. Bringt auch die Low-Kicks hinterher. Sieht auch langsam schon das vordere Bein von Fodor so aus wie das von Sikic. Ja, aber man sieht eben, Sikic ist eher der, ja, so mit 70% unterwegs, eher ein bisschen technischer, alles ein bisschen leichter, während bei Fodor hat man das Gefühl, da ist hinter jedem Kick, hinter jedem Schlag wirklich Power. Und aber in dem Moment, in dem ich das sage, kommt Sikic hier mit einem knallenden Kick zum Körper. Und Sikic muss aber auch hier aufpassen, dass er seinen Kopf nicht die ganze Zeit in der Schlaglinie von Fodor behält, sondern der bringt hier seine 1-2-Kombination, aber bewegt seinen Kopf nicht wirklich viel. Wenn Fodor das merkt und ihm eine Falle stellt, dann könnte der Schuss ordentlich nach hinten losgehen. Oh, hier zweimal der Kick mit dem linken Bein zum Körper. Dann beim dritten Mal eine Etage höher, um zu schauen, ob die Deckung schon runtergefallen ist. Aber noch hat Fodor die Hände genau da, wo sie hingehören bei so einem High-Kick. Fodor nach wie vor explosiv. Sikic arbeitet weiter mit der Führhand, möchte natürlich seine lange Distanz beibehalten. Spannend könnte es vielleicht auch werden, wenn dieses Match auf den Boden geht, aber bislang werden wir hier mit langen Schlägen beehrt. Und jetzt ging auch noch ein Treffer bei Sikic in die Kronjuwelen. Jetzt steht es 1-1. Gerechtigkeit muss sein. Sikic kriegt seine kurze Pause, um alles wieder zu sortieren. Ja, da gibt es einen Medical Timeout von bis zu 5 Minuten, die ein Kämpfer eben Zeit hat. Und dann, wenn das ausgereizt werden müsste, was Gott sei Dank selten vorkommt, dann liegt es auch an den Kampfrichtern zu entscheiden, was dann passiert. Wieder der High Kick. Oh, schöner Konterhaken von Fodor. Sikic hält sich hier das Auge. Das sieht so aus, als hätte er einen Schlag aufs oder ans Auge bekommen. Ja, und sieht es halt nicht mehr gut. Ist auch ein Cut Open geöffnet. Also da war der linke Haken eben sauber drin und hat
entweder die Augenbrauen oder das Augenlid erwischt. Und jetzt Sikic ist wirklich auf der Flucht eingeschränkt dadurch. Fodor lädt ab. Da kommt dieser Killerinstinkt bei Fodor durch. Wahnsinn. Und für Sikic ist es schwierig, der sieht es nicht so gut. Oh, und dieser Cut, der sieht wirklich böse aus, direkt über dem Auge. Ja, deswegen gibt es ein kurzes Timeout und der Arzt wird sich das hier mal ganz genau ansehen. Und die Körpersprache von Sikic ist nicht so gut. Eben, er signalisiert hier, ich sehe nichts, hält sich das Auge. Ich glaube, der Cut ist zwischen der Augenbraue und dem Auge, also direkt am Orbitalknochen dran und das sieht nicht gut aus. Und da sagt auch der Ringarzt, nein, so geht's nicht weiter. Und schade. Der Kampf ist somit abgebrochen. Sehr, sehr schade. Man sieht Vlado Sikic an, dass er gerne noch mehr aus seinem Repertoire gezeigt hätte und dass er sich so seinen zweiten Oktagonkampf nicht vorgestellt hat, aber Fodor war konsequent, hat die Chance gewittert. Und man sieht die Erleichterung bei Fodor. Ja. Hier eben, der nach zwei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand jetzt hier zurückgekommen ist und weiß, dass er sich damit wahrscheinlich... Ladies and gentlemen, your referee has called stop the action after 3 minutes 36 seconds. And by Dr. Stoppage, the winner coming from the red corner, František Ferro Fodor! Octagon MMA kommt nach Köln. Wir schreiben MMA-Geschichte. Das größte Event aller Zeiten in Deutschland. Freut euch auf die größten deutschen Stars. Die neue Generation und internationale Talente. Spannung, Adrenalin, Siege, aber auch bittere Niederlagen. 20.000 Zuschauer bringen die Halle zum Beben. Ein einzigartiges Erlebnis, das euch nur Octagon MMA bietet. 18.11. Köln. Lanxess Arena. Tickets jetzt im Vorverkauf unter eventim.de.